Piu, 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 piu. Tut mir leid, Leute, ich habe ein bisschen Smash gespielt. Ich muss doch fit bleiben mit meinem Joshua Weißleder. Was geht ab, meine Wertfreunde? Willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um heikle, kontroverse, unpopular opinions. Yeah. Und ich habe das letzte Woche schon gedreht, aber irgendwie war ich nicht wirklich zufrieden mit dem Video. Vielleicht werde ich auch mit dem nicht zufrieden. Spaß wird das beste Video. Und diesmal habe ich das auf Twitter gemacht und nicht via Insta-Fragen. Und Twitter ist da echt interessanter, wenn es darum geht. Meiner Meinung nach. Auf Instagram war das meistens irgendwie so, Fortnite ist overrated, Pizza Hawaii ist underrated, Billie Eilish ist overrated. Aber jetzt hier auf Twitter ging es überwiegend um Rassismus, Feminismus, Veganismus. Twitter dieses andere erwachsen und weniger oberflächlich. Nicht jeder Feminist oder Feministin versteht, was Feminismus wirklich bedeutet und lässt sich dann nur von Gefühlen lenken oder weil es cool und hip wäre. Feminismus ist schließlich keine Mode. Ja, Feminismus ist auch so ein Thema, womit ich mir damals öfter mal Feinde gemacht habe. All men are trash. Kill all the men. Also ich finde das ein bisschen schwierig. Da steht, dass man sich dann nur von Gefühlen lenken lässt, aber das hat ja unter anderem auch mit Gefühlen zu tun. Damals sind mir immer solche Männer-Trash-Aussagen immer super negativ aufgestoßen. Selbst wenn da nicht all men are trash stand, habe ich mich mal so ein bisschen angesprochen gefühlt und hatte diesen reflexartigen Drang zu sagen, ey, nicht alle Männer. Aber wenn Männer immer gesagt haben, ach, typisch Frauen, dann hatte ich da nicht wirklich ein Problem mit. Ich glaube, inzwischen wissen viele, dass damit nicht einfach random alle Männer angesprochen werden, sondern eher ein strukturelles Problem, weil als ich realisiert habe, wie oft das eigentlich vorkommt, dass Frauen sexuell belästigt werden, einen abusive Partner haben oder im schlimmsten Fall vergewaltigt werden, das ist schon echt gruselig oft, Mann, bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ey, Männer werden aber auch vergewaltigt. Natürlich existiert so etwas auch, aber in Relation zu Frauen nicht ansatzweise so oft. Natürlich haben wir Gleichberechtigung rechtlich auf Papier, aber in den Köpfen der Leute noch nicht so ganz. Und wenn da eine Twitter-Userin ist, die den ganzen Tag darüber tweetet, dass man alle Männer verbrennen sollte, finde ich auch ein bisschen kontraproduktiv. Und ich bin auch nie großer Fan von Schubladendenk gewesen. Also meiner Meinung nach erreicht man Leute eher überlegt, sachlich und informativ, als jetzt beispielsweise wutentbrannt. Das hat mir meine Erfahrung gezeigt. Aber auf der anderen Seite kann ich Frauen verstehen, die deswegen wütend sind. Die Wut ist ja auch berechtigt. Einige Frauen, mit denen ich damals darüber diskutiert hatte, haben selbst traumatische Erfahrungen mit Männern gemacht. Und ich habe das damals so ein bisschen diffamiert als, ach, die will doch nur Aufmerksamkeit, weil ich es nicht besser wusste. Wie viele andere auch. Ja, und deswegen juckt es mich heutzutage persönlich nicht, wenn irgendjemand schreibt, Männer trash, da ich mich nicht angesprochen fühle. Also ich weiß, ich bin nicht toxisch maskulin oder so. Und ich kann die schlechten Erfahrungen dahinter der Betroffenen inzwischen ein bisschen besser nachvollziehen. Ich muss aber ehrlich sagen, natürlich ist der eine Mensch ein bisschen radikaler als der andere, aber wenn man so ein Grind fährt, wo man die ganze Zeit Hass verbreitet, dann ist es meiner Meinung nach nicht wirklich förderlich für die eigene Bewegung, sondern spielt den in die Hände, gegen die man sich eigentlich auch spricht. Weil da können Sexisten und frauenfeindliche Männer sagen, ach guck mal, noch ein weiterer Beweis dafür, dass Feminismus in Wirklichkeit nur Männerhass ist und nichts weiter. Also man füttert damit quasi ihr Bestätigungsgefühl und merkt es nicht mal. Und das ist, glaube ich, das, was ich am traurigsten finde. Deswegen gibt es inzwischen viele Leute, die denken, nach Feminismus bedeutet nur, man ist ein nerviger Social Justice Warrior, der die ganze Zeit herumschreit und sich für etwas Besseres hält. Dabei sind das eigentlich ganz wenige. Es sind lediglich die lautesten. Und der Grundkonsens ist ja eigentlich was Positives. Deswegen bin ich für Feminismus und ich verstehe auch die Emotionen, aber bin bei Debatten für Sachlichkeit und Information. Auch wenn das immer ein bisschen leichter gesagt ist als getan. Aber Diskussionen im Internet sind eh mal ein bisschen... Ne? Die Bild sollte verboten werden. Das ist keine unpopular opinion. Aber ja, Veganer, Vegetarier sind bessere Menschen als Fleischesser. Allein deswegen, weil sie einen Beitrag zur Umwelt leisten und keine Masttierhaltung oder Tötung von Tieren unterstützen. Sehe ich persönlich nicht so. Also ich konsumiere seit 4 Jahren kein Fleisch mehr, aber habe ich deswegen das Gefühl, dass ich ein besserer Mensch bin? Nein, auf keinen Fall. Generell bin ich kein wirklicher Fan von Menschen irgendwie in besser oder schlechter zu unterteilen. Es sei denn, es geht ins Extreme. Also ich halte mich schon für etwas Besseres als ein Nazi oder ein Mörder. Aber wenn ja jetzt zum Beispiel irgendjemand sagt, nee, ich muss Fleisch konsumieren, das ist gesund. Menschen, die kein Fleisch konsumieren, leben ungesund. Das ist dann für mich kein schlechterer Mensch oder so. Das ist lediglich ein uninformierter Mensch. Und auf dem Stand waren wir alle mal. Wenn du es richtig machst, kannst du ohne Fleisch easy gesund leben. Meine Blutwerte sind seit 4 Jahren vollkommen normal. Viele übernehmen diese Glaubenssätze einfach von ihren Eltern und hinterfragen das nicht wirklich, aber auch die könnten sich irgendwann informieren. Ich meine, ich habe das bis zu meinem 22. Lebensjahr auch geglaubt, bis irgendjemand kam und es mir erklärt hat. Mit 24 bin ich dann Vegetarier geworden. Ich finde, man muss sich nicht mal so labeln, einfach ein bisschen bewusster mit Ernährung umgehen. Man sollte nicht alle Polizisten in einen Hut werfen und nicht allen mit purem Hass begegnen. Not all cops are violent, racist and bad. Da stimme ich zu. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die wollen Polizisten verbieten, wo ich mir denke... Really? Hältst du das wirklich für eine gute Idee, wenn da draußen jeder machen kann, was er will, wenn es keine Polizisten mehr gibt und niemand ist sicher? Meiner Meinung nach sollten Polizisten nicht abgeschafft, sondern verändert werden. Und darum geht es schlussendlich. Viele Polizisten kommen mit allem davon, weil sie Polizisten sind. Guckt euch zum Beispiel den Mörder von George Floyd an. Der hat schon davor etliche Menschen unverhältnismäßig umgebracht. Einige nennen ihn sogar den Serienkiller-Polizisten. Und er wurde nie belangt, bis die Sache mit George Floyd war. Wenn die Sache mit George Floyd nicht rausgekommen wäre, hätte man ihn auch da nicht belangt. Und rassistische Polizeigewalt ist kein neues Phänomen oder so. Gerade in den USA ist es ein großes Thema seit vielen Jahrzehnten. Also auch hier eher ein strukturelles Problem innerhalb der Polizei. Ich hoffe, dass es für Polizisten in Zukunft nicht mehr so einfach
einfach ist, ihre Machtposition einfach so zu missbrauchen. Denn nur weil man eine Dienstmarke besitzt, bedeutet das nicht automatisch, dass man mehr Menschenrechte haben sollte. Wisst ihr, was ich meine? Leute können auf Social Media keine richtigen Diskussionen mehr führen. Jeder versucht irgendwie, den anderen mithilfe von älteren Tweets zu canceln und zu blockieren. Das finde ich auch so ein bisschen blöd, Menschen in Anführungsstrichen zu canceln, weil sie Aussagen getätigt haben von vor 5 bis 10 Jahren oder wann auch immer. Vor allen Dingen, wenn die sich für diese problematischen Aussagen bereits entschuldigt haben und inzwischen eine andere Meinung haben. Dann finde ich das echt wack. Ich habe zum Beispiel vor ungefähr 5 Jahren am Weltfrauentag so einen sexistischen Joke getweetet und ich finde das inzwischen sehr, sehr cringe. Also ich habe mich auch schon dafür entschuldigt. Aber jedes Mal, wenn Weltfrauentag ist, gibt es irgendwelche Leute, die kramen diesen Screenshot raus, ja, mit dem Tweet von mir, um mir eins reinzuwürgen. Also es geht solchen Leuten nicht wirklich darum, jemandem eine zweite Chance zu geben, sondern darum, jemanden zu canceln. Und das ist für mich Cancel Culture. Das sind für mich Cacks. Es ist sehr wichtig, in Deutschland gegen Rassismus zu protestieren, sodass Gerechtigkeit herrscht. Aber ich finde es nicht sehr gut, dass so gut wie alle keinen Abstand halten. Das ist ein guter Punkt. Ich war zum Beispiel auch am Samstag auf der Black Lives Matter Demonstration in Köln. Und da haben mich viele kritisiert und geschrieben, aha, gibt es jetzt Corona nicht mehr oder was ist los? Ha? Also erst einmal, wie das Ganze abgelaufen ist, ich dachte, Real Talk, es kommen so 200 bis 500 Leute. Am Ende waren es 10.000. Als ich das weiter hinten auf der Brücke gesehen habe, dachte ich mir einerseits geil, aber auf der anderen Seite, uff. Das Gute ist, fast jeder trug eine Schutzmaske. Aber das mit dem Abstand war ein bisschen... Wir standen erst weiter hinten, da gab es noch den Mindestabstand, aber irgendwann kam Order und haben uns von rechts weiter nach links geschoben, weil es etwas voll wurde. Aber durch diese Schieberei sind die Menschen immer enger zusammengerückt und das hat uns des Todes genervt. Wir sind auch relativ früh gegangen, ich glaube schon nach einer Stunde oder so. Dennoch fand ich es mega cool zu sehen, dass so viele Menschen ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollen. Was ich daran auch so ein bisschen ironisch finde, ist, dass viele Verschwörungstheoretiker, die selber auf Anti-Corona-Demos gehen, auf sogenannte Hygienedemos, die sich komplett gegen die Corona-Maßnahmen aussprechen und einige von denen glauben ja nicht mal, dass der Virus überhaupt existiert, ausgerechnet diejenigen beschweren sich jetzt über den Mindestabstand. Ah ja, ganz bestimmt nicht für die eigene politische Agenda. Soll natürlich nicht bedeuten, dass jeder, der es kritisiert, automatisch zu diesen Gruppierungen gehört. Ich meine, man hat ja einen Punkt mit der Kritik. Dennoch finde ich es ein bisschen lustig, nie was zu Rassismus gesagt oder allgemein dem Thema, aber hierzu die ganze Zeit. Genau wie die Leute, die nie etwas zu George Floyd gesagt haben, aber als die Vandalisten und Plünderer kamen und die Bewegung missbraucht haben für ihre Randale, ging es plötzlich nur noch darum. Ich kann nicht hinter Black Lives Matter stehen, weil es gibt diese Vandalisten und Plünderer. Das macht den Grundkonsens aber nicht aus. Es gab auch Randalen nach Super Bowl und millionenfach Randalen nach Fußball. Kann man jetzt nicht mehr hinter Super Bowl und Fußball stehen? Diese Menschen definieren diese Sachen nicht. Hauptthema bei Black Lives Matter sollte meiner Meinung nach wie vor Black Lives Matter bleiben. Religion ist kein Schulfach. Also ich bin nicht unbedingt der religiöseste Typ und ich war damals auch der Meinung, dass das kein Schulfach sein sollte. Religion besser zu verstehen bedeutet automatisch Menschen besser zu verstehen oder ihre Kulturen. Und das finde ich gar nicht mal so unwichtig. Vielleicht müsste es nicht unbedingt ein Pflichtfach sein, so war es bei uns. Ja, insgesamt bin ich glaube ich für Religion. Obwohl ich nicht der Religiöseste bin. Das war's, liebe Freunde. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt unten weitere unpopular Opinions rein, beziehungsweise heikle Meinungen, kontroverse Meinungen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.